2019 ist ein Jubeljahr für die Stadtkapelle Dreiskirchen, die vor 100 Jahren in Möllersdorf als Arbeitermusikkapelle gegründet wurde. In den Stadtsälen gab sie nun ihr Frühlingskonzert, eine klangvolle Einstimmung auf das Jubeljahr. Bezirksblasmusikfest wird versucht, jährlich einmal im Bereich der Bezirksarbeitsgemeinschaft Baden-Mödling in der Neustadt abzuhalten. Wir brauchen dafür Vereine, die sich bereit erklären, das auszurichten. Das sind üblicherweise Vereine, die gerade ein Vereinsjubiläum feiern. Heuer ist es so, dass wir 100 Jahre Stadtkapelle Dreiskirchen am Kalender stehen hatten und die Stadtkapelle hat sich ganz selbstverständlich bereit erklärt, im Rahmen ihrer 100-Jahr-Feier auch dieses Bezirksblasmusikfest auszurichten. Es ist noch immer ein sehr aufregender Tag, weil ich ja als Mitglied der Stadtkapelle Dreiskirchen, die heuer 100 Jahre alt wird, und als Bezirkskapellmeister beim Bezirksmusikfest, das heute hier stattgefunden hat, tätig bin. Und ja, ich habe das schon sehr oft gemacht, aber es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, wenn man da vorne steht. Das erfordert schon ein bisschen, ich sage jetzt auch ein bisschen Mut, sich hinzustellen. Aber es hat wieder einmal ausgezeichnet funktioniert und dem Publikum hat es gefallen und den Musikern. Also ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf die Geschichte dieser Stadtkapelle, die fix eingebettet ist in die mühevollen Zeiten, in die traurigen, dunklen Zeiten. Aber vor allem auch an die schönen Erinnerungen, an die vielen Erlebnisse voller Freude. Großer Tag für uns. Ihr habt euch heute ein kleines Geschenk überreicht. Was ist das genau? Unser Gastgeschenk an die Gastkapellen beruht auf der Ortseinfahrttafel von Dreiskirchen, einer sehr alten Tafel. Das ist mehr oder weniger eine Fassscheibe, auf der Willkommen in Dreiskirchen steht und darauf ist die Kellerkatze. Die Kellerkatze, mit der wurde früher der beste Wein im Keller markiert. Daher kommt die. Und wir haben uns einfach das ganze Ortseinfahrtsschild genommen, haben es nachbauen lassen von einem Tischler, der zufälligerweise der Vater einer Jungmusikerin von uns ist. Und jetzt haben wir 100 Jahre Stadtkapelle drauf. Ich habe mich sehr gefreut, ich bin ja seit vielen Jahrzehnten, wie der Bezirkskapelle, was er gesagt hat, Sponsor und Förderer aufgrund meiner verschiedenen Funktionen der Blasmusik und besonders des Bezirksblasorchesters Baden-Mödling mit der Neustadt. Und in einer schwierigen Situation haben wir sich zusammengefunden und daher freut es mich, dass es anerkannt wird.